Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Majora's Mask. Ich muss leider natürlich nur wieder nachkommentieren, weil der Ton ist bestimmt bei beiden Aufnahmen, aber das macht ja nichts. Und ich weiß nicht mehr, warum ich noch nicht gestartet habe. Hallo? Okay. So. Stimmt, ich hatte vorgespult, weil das sonst zu lange gedauert hätte. Genau. Ich hab einen Dekos geworfen, auf welchen Grund auch immer. Aber okay. Hey, Dekos, warte doch. Die Brücke vom Felsen an der Eingang ist fast fertiggestellt. Tut mir leid, meine Leute haben es mit der Angst zu tun gekriegt und sind davon gelaufen. Das ist alles, was ich dieses Jahr als Turm anbieten kann. Nicht gerade viel Sätze und bis an die Spitze klettern würde, könnten wir den Eingang nicht erreichen. Ich muss mich wohl dafür entschuldigen, ich muss mich den Dämon einfach verjagen. Naja, was für keiner. Kaya geht natürlich mir auf die Nerven. Ich müsste sich eigentlich gleich öffnen. Ja, der Dämon testet sich. Warum ich jetzt angucke, keine Ahnung. Kann ich wie so ein Bekloppter durch die Gegend, keine Ahnung warum. Aber okay. Was mache ich da für eine Scheiße? Was hab ich denn noch nicht? Ah ja, genau, das muss ich glaube ich gleich machen. Die Erde bebt. Voll dramatisch hier. Wir werden alle sterben. Ah, jetzt geht's weiter. Ich müsste eigentlich gleich das Ding aufgeben und müsste zu Hause kommen. Im Normalfall. Und da jetzt. Genau. Genau, jetzt beginnt das große Karneval. Oh yeah. So, jetzt können wir auch schon zu Hawkins. Zögere jetzt nicht, sieh doch, du kannst jetzt hinaufgehen. Schwester! Ah, Tal, wir haben euch besucht. Hey, Hawkeye, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hast du mir auch zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon, das Video-Tunnel, bring sie her. Die Fresse. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, töchte Fee. Nein! Lass meinen Bruder in Frieden. Hawkeye, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch denn? Selbst wenn wir es noch haben würden, können sie mit mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch das Unabwendbare zu verhindern. Erstmal für das Zeichen gehen, aber wir können noch nicht besiegen, weil ich dafür die Maßnahmen fehlen.
Stimmt, die hat uns schon wieder gegeben, Angriffe. So, warte ich gleich. Kurz, ich hätte ja nochmal ein bisschen dann gut gemacht. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Stimmt, das war so, also Prinzessin Zelda hat ja die Zeit zurückgedreht, damit kriegen wir, okay, ich bete, dass der Drei sein Sicher wird sein. Falls du das zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Und zwar, Prinzessin Zelda hat ihm ja gesagt, du musst wieder in deine Zeit zurückreisen, und als der aufwachsen, der du auch, also, bist so. So, als Kind weiterleben. Und dann haben sie sich irgendwie wieder getroffen. Aber sie können sich halt nicht so richtig daran erinnern, was sie zusammen alles erlebt haben. So ungefähr, das ist so kompliziert halt, weil sie die ganze Zeit mit der Zeit spielt. Okay. Du hast dich an mit der Zeit. Ich liebe die Welt, die Gedanken drüber. Immer die, die am Rande deiner Erinnerungen nachklingt, ist ein Lied von einer. So, und so machten wir uns auf den Weg. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du dir in der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Wach auf, du sollst nicht in Erinnerung schwelgen, wir brauchen dich hier und jetzt. Dieser alte Kuttner kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. So, Hilfe! Bitte in der Zeit, bitte Hilfe, wir brauchen mehr Zeit! Und das von was du so. Huch, wo ist denn dieses Instrument her? Magie! Und wir haben es geschafft. Ja, komm, hier ist echt blöd. Und wir tauchen wieder bei ihnen auf. Ja, passt. Dann machen wir das erstmal. Was hast du getan? Dieses Instrument. Warte, das ist es, dein Instrument. Du machst mir das gesagt, dass ich dich nicht mehr könnte, wenn du mir die Werte wünschen, die dir gestohlen wurde. Hast du das schon wieder vergessen? Okay, das könnte wieder durchkommen. Du den Körper dein edles Instrument abgenommen. Oh, du hast sie. Dann hör mir zu, bitte spiel dieses Lied nach, dass ich dir versuche.
vortragen werde, präge es dir gut ein. Das ist wie der Befreiung. Jetzt kommt eine kleine Filmsequenz, wo er quasi die Deko-Kerle ein bisschen verabschiedet. Und wir sind wieder normal. Jetzt ist wieder die Hälfte in Göttingen Magie aus unserem Leben in Magie verwandt. Oh yeah, das ist eigentlich das Geile am Dorfmarkt, die ganzen Maskenvielfalt. Ich das Spiel schon ein bisschen gruselig. Nun, ich habe ein Versprechen eingelöst. Jetzt ist an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Sag bloß, meine Maske. Du hast sie zurückbekommen. Oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, würde das nicht mehr passieren. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, es ist Majoras Mask. Ihr habt mit einem Fluchband erfüllt, als ich diese Maske noch stattdessen zu tun habe, als einer der altertümlichen Schlacht. Weiterhin wird berichtet an die blauen Feinde, die der Schleierfall über die Nähe der Maske trägt. Wenn man der Lüge mit Glauben schenkt, war das Unglück, das durch Major Smart angesucht wurde, so groß. Der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kraft, die dieser Maske in der Welt bewohnt. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese Erfahrung in der Macht zu finden, als ich sie sah. Hörte ich, wie sich in diesem Raum abbricht. Okay, bro. Diese Maske? Das Horror-Kitten sucht auch die Macht der Maske, um all die schrecklichen Dinge zu tun. Kostet was wollen, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Kämpfe, was soll Teil da uns damit sagen? Ich werde dir einmal die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest den Norden, Süd, Ost und Westen auf dem Land, damit die vier wieder aufwachen. Ich habe keine Ahnung, wie man mein Inneres zum Glück bringen würde, so jetzt einfach nur zu Hause. Ja, du hast dieses Tor für den Vater mit ihm gesucht. Nein, da haben wir noch keine Tor. Natürlich
denn jetzt hin? Hast du noch eine Lücke drin? Ja, ich bin halt genau das gleiche, als ich in dieser Position mit sich verwandelt. Das kann ich nicht, ich bin aber so gruselig. Und so sieht es aus, wenn man sich durchfahren kann.